Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Mary-Kate und Ashley. Heute mit Winner's Circle, heute wird geritten. Die Mädels reiten auf Pferden, selbstverständlich. Ihr, das sind die beiden, Mary-Kate und Ashley, Winner's Circle. Es ist ein Reitspiel. Von den Kontrollen her verstehe ich das nicht ganz. Mary-Kate darf hier mit dem Steuerkreuz gesteuert werden und Ashley darf überhaupt nicht gesteuert werden. Das verstehe ich nicht so ganz. Egal, starten wir mal ein neues Spiel. Müssen wir uns wieder auswählen für Mary-Kate oder Ashley. Lass mal Mary-Kate, diesmal nehmen wir, würde ich sagen. Wieder Mary-Kate. Weil die finde ich einfach netter. Man darf sich natürlich auch das Outfit aussuchen. Ganz klar. Vielleicht mal in Rot. Rot ist dynamisch, aggressiv. Rote Hose dazu, Stiefel. Darf man sich leider die Farbe nicht auswählen. Egal. Das Horse, das Pferd müssen wir uns auswählen. Satin, the very fast horse. His jumping is good, but his temperament is terrible. Also ein richtiges Arschlochpferd. Wen haben wir hier? Dolly? Dolly hört sich so nach Farmpferd an. Nee, das will ich nicht. Sputnik. Sputnik is a docile horse. He needs a lot of coaxing and is fairly unresponsive. Ja, das hört sich wahrscheinlich nicht so gut an für den Anfang. Sparkle. Sparkle. Sunshine. Sparkle is a young horse. He is slow, but quite responsive. He is very good at jumping. Ja, und da wir nämlich hier Pferde springen, heißt das Pferde springen? Springpferde machen? Ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wenn wir ein Pferd haben, welches gut springen kann. Jetzt aber mal rein hier. The Gentle Loop. Die Steuerung, kann ich vorwegnehmen, ist für Po. Wenn man die B-Taste gedrückt hat, dann nimmt das, hält das Pferd Geschwindigkeit auf. Wie man bremst, weiß ich echt nicht. Mit A, ja, springt man. Wow! Und habe ich mich direkt mal versteuert. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Ich schlag mich diesmal wirklich gut. Da bin ich jetzt dran vorbeigesprungen. Oder? Hoppala. Ja, ich sag ja, die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Zählt das? Ja, aber daneben gesprungen, meiner Meinung nach. Oh, oh. Oh, oh. Das war wieder ein Fehler. Schneller, schneller, schneller. Sparkle. Und ab ins Ziel. Und hier kann man auch nicht bremsen, deswegen renne ich vor die Mauer. Bom. Ah, von der Zeit her sind wir noch am schnellsten. Fehler zählen da, glaube ich, nicht dazu. Das ist egal, da kann man so viele Fehler machen, wie man will. Mary-Kate hat gewonnen. Und was kann Mary-Kate am besten? Was haben wir beim letzten Mal gesehen? Natürlich, tanzen. Tanzen. Sehr gut. Unser Pferd levelt sogar auf, wenn wir gewinnen. Das finde ich total wunderbar. Und wir bekommen 9 Punkte. Wie in der damaligen Formel 1. 9, 6, 3 Punkte und so weiter. Und hast nicht gesehen? Event Nummer 2. Der Cactus Cool Parcours. Oh, die Tamara hat wieder 1,32 vorgelegt. Na gut. Komm. Sehr schön, Sparkle. Sparkle, du bist mein liebstes Pferd. Ich liebe dich ganz doll. Opala. Entschuldigung. Falsche Taste gedrückt. Ich wollte ein bisschen Gas geben. So, jetzt aber. Sauber. Wie, Fehler? Oh, Achtung. Oh, oh, oh. Das Wasserhindernis. Immer wieder ein Problem. Oh, 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 oh. Einmal komplett durch die Wand durchgesprungen. Ach, komm. Durch das massive Holz kannst du durchspringen, das Pferd, oder durchrennen und vor so einem Stein. Da bleibst du stehen. Das dürfte das Ziel sein, oder? Sehr schön. Hier liegt erstmal ein bisschen Öltanks liegen hier rum und Werkzeug. 1,10. Sehr schön. Damit haben wir Tamara weitergeschlagen. Die finde ich nämlich so doof, diese Tamara. Echt, ey. Die ist voll ätzend. Sehr schön. Wieder den ersten Platz. Und wo hängen wir uns solche Pokale und Wimpel hin? Natürlich in unser Schlafzimmer. Und ich weiß, ihr wollt es auch. Einen Blick in Mary-Kates Schlafzimmer werfen. Machen wir das doch mal. Da hängen sie, die Preise. 1, 2, das ist noch ganz schön viel Platz für andere Sachen. Und natürlich ein Bild vom Pferd. Natürlich. Oh, hier ist auch noch viel Platz. Viel, viel Platz. Ein paar Bücher hat sie da stehen. Naja. Event Nummer 3. Inside Out. Okay. Die Tamara wird da 1,19. Ist ja eine Fabelzeit. Ich glaube, wir müssen nur Zweiter werden. Dann hat sie keine Chance mehr. Die doofe Kuh, die kann die voll nicht ab, ey. So ätzend.
Hoppala. Hoppala. Bin selbst überrascht von mir, wie gut ich heute mit der Steuerung bin. Auch wenn ich natürlich jetzt kein Hindernis unbeschädigt lasse. Boah. Achso, das zählte. Ja, dann ab ins Ziel. Habe ich es ja geschlagen? Ja, ich kann echt nicht bremsen. Das ist komisch bei dem Spiel, dass man mit dem Ziel nicht bremsen kann. Eine Minute haben wir nur gebraucht. Ja, guck mal, Tamara. Doofe Kuh. Yes. Da tanzt sie wieder. Mary-Kate. Boah, wie gut unser Horse geworden ist. Hallo? Sparkle. Und natürlich bekommen wir auch einen Pokal, so wie sie das gehört, für eine echte Siegerin. Hooray! Achso, das ist ein Passwort. Dann können wir von der Stelle aus weiterspielen. Ich verstehe. So, nochmal ins Schlafzimmer gucken. Da hängen die Wimpel. Wo ist der Pokal? Wo ist der Pokal? Da ist er doch. Sehr schön. Sehr schön. Mann, ist noch früh. Da können wir ja nochmal einen Blick ins zweite Tournament werfen. Vielleicht zählen auch irgendwann mal die Punkte gegen uns. Haben wir jetzt ein anderes Schlafzimmer? Nee, immer noch das gleiche. The Pretzel. Oh nein, kein Pretzelkurs. War die Tamara wieder. Wer ist überhaupt Georgie? Oh Mann, ey. Jungs sind voll doof. Hopp. Hopp, Pferdchen springen. Sehr schön. Wo entlang? Hier entlang. Oh nein. Wieder ein Fehler gemacht. Hoppala. Kurse werden anspruchsvoller. Aber kein Problem für Mary-Kate. Sie ist eine professionelle Reiterin. Sehr gut. Wow. Kein Problem, liebe Zuschauer. Ich habe alles im Griff. Sparkle wird uns schon nach Hause führen. Schnell, 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 schnell. Ja, nicht Tamara war schneller als wir. Nee. Puh, Gott sei Dank. Die doofe Kuh, die. Ach, jetzt müssen wir von den Werten wieder von vorne anfangen. Das ist aber gemein. Naja, gut. Komm, Event Nummer 2. Hacienda. Das war ein sehr gutes Restaurant bei uns im Stadtteil. Hacienda. Argentinisches Steakhouse. Wunderbar. Gibt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Leider. Hoffentlich ist das Pferd Vollkasko versichert. Ja, dann komm, reit weiter. Ach, das dürfen wir auslassen. Hallo, Herr Maulwurf. Oder Kojote. Boah, jetzt bin ich aber total verwirrt. Ich habe gedacht, ich müsste da zwischen die Reifen durch. Nein. Oh nein, jetzt macht sie uns fertig, die Tamara. Die wird uns voll auslachen im Ziel. Nein! Was machst du denn? Das war jetzt echt das Pferd schuld. Ziel hier. Ja, sicherlich. Wer hat sich denn sowas einfallen lassen? Ich fürchte fast, das haben wir diesmal nicht gewonnen. Mann, nur Zweiter, aber immerhin von dem doofen Georgie. Naja. Mary-Kate hat immer einen Grund zum Tanzen. Und Sparkle wird wieder besser. Sehr schön. Kopf an Kopf rennen mit Tamara. Dann entscheidet das letzte Rennen. Oder Turnier, Veranstaltung, was sagt man dazu? Ist ja auch vollkommen wurscht. Es geht ja schon wieder gut los. Ja, schneller, schneller, schneller. Wow, Wasserhindernis. Zwei Wasserhindernisse hintereinander. Das ist nicht fair. Hoppala.
Oh nein. Bremsen! Ja, spring einfach vor die Wand. Ist genauso gut wie bremsen. Ja, besser als Tamara. Wow, das war aber wieder knapp. Egal, Tamara geschlagen. Doofe Kuh. Guck doch mal, was sie für Klamotten heute anhat. Das geht ja mal voll gar nicht. Sehr schön. Damit haben wir den zweiten Pokal. Mit dem Hufeisen. Oh, schön. Hufeisen bringt Glück. Da freue ich mich. Toll. Guck mal nochmal ins Schlafzimmer von Mary Kate. Wo steht da der Pokal? Da, und hängen auch die anderen Wimpel. Mein Gott, ist ja super. Ja, das war Mary Kate und Ashley. Winner's Circle auf dem Game Boy Color. Gar nicht mal so übel. Irgendwie macht's Spaß, wenn man sich damit erstmal ein paar Minuten beschäftigt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.